Gefährlich, gefährlich. Schölze konnte nicht festhalten. Ja, verliert die Scheibe, aber holt sie sich dann zurück von Brandl. Geht in das Drittel, wunderbar gemacht. Und die Möglichkeit 3 auf 1. Verlust von Erk. Eberhard, aber Hildebrand. Spielunterbrechung und Bulli vor Jake Hildebrand. Hier haben wir nochmal die Szene. Wunderbar, wie er sich durchkämpft. Oh, da kam aber jetzt mal eine Lokomotive von der Seite und hat den Schlager mal in die Schranken gewiesen. Schöne Chance, Tor! Tor für die Tölzer Löwen. Philipp Schlager macht das 1:0. Schön die Scheibe abgelegt. Entschuldigung, Schlager hatte den Assist gegeben. Schlager sehen wir hier gleich links. Wunderbar, wie er das macht. No-Look-Pass. Und da war das Tor frei. Wunderbar gemacht. Hier sehen wir es auch. Und dann ist es da wieder Sikora, der schön abzieht. Aber Hölzel hat die Schulter oben und nimmt sich den Puck weg. Hier sehen wir nochmal Ruck, aber Moser kann es nicht verwerten. Hölzel verteidigt sein Tor. Erster Schuss, zweiter, da schiebt er ihn noch mit der Fanghand beiseite. Und Tor! Tor für die Löwen Frankfurt! Da, Yannick Wenzel macht das 1:1. Ja, das ist doch mal ein wunderschönes Tor aus der Kuriositätenabteilung. Vielleicht, liebe Regie, könnten wir das mal von oben sehen. Da habe ich den Herrn Hölzel eben noch gelobt. Da kommt der Puck. Ah, da sieht man immer unglücklich aus, Herr Hölzel. Das, seien Sie nicht böse. Das läuft immer dumm. Man macht den Schoner runter und in der Sekunde kommt der Puck. Carey mit einem Alleinlauf. Hier nochmal Schwartz auf Ruck. Wunderbar an der blauen Linie. Ah, da vertändelt ein wenig der Puck, bevor er dann die Scheibe anheben kann. Hier sehen wir es bestimmt nochmal besser. Der Puck springt ihm weg. Er verliert sozusagen die Führung am Schläger. Und somit keine Gefahr für Hölzel. Carey nicht ganz ordentlich gepasst. Da war die Möglichkeit, die Belka zeigt. Strafe angezeigt gegen die Löwen aus Tölz. Schuss von Raymond. Tor! Tor, der Schiedsrichter zeigt nein, kein Tor. Die Torsirene geht, es gibt Videobeweis. Der Schiedsrichter zeigt kein Tor. Also Entscheidung auf dem Eis, kein Tor. Hier kommt Raymond mit dem Schuss. Hölzel hat den Puck. Dann ist der McNeely. Ah, das sehe ich auch hier so ein bisschen. Nicht so ein bisschen unklar. Da kann ich mich jetzt auch nicht festlegen. Schauen wir noch mal. Hölzel lässt abprallen. McNeely. Hier werden wir es bestimmt jetzt sehen. Der Schuss. Hölzel lässt abprallen. Tor. Also aus meiner Sicht ganz klares Tor. Ich lege mich da fest, die Entscheidung auf dem Eis wird korrigiert. Alles andere würde mich jetzt überraschen. Ja,
Hier nochmal die Szene mit Eberhard. Da geht er einfach durch, wird nicht angegriffen. Aber Hildebrand hat die Schoner unten. Ja, da hat er die. Oh. Da ist das Tor nach vorne gekommen. Brady hält die Scheibe im Drittel. Da ist es. Das 2:2. 2:2 steht es hier in dem Duell der beiden Löwen. Brandl mit der Rückhand dreht er sich. Hebt die Scheibe an. Und direkt unter die. Aber schön auch da, wie McMillan vor dem Tor arbeitet und Schwartz. Wunderbar auf Rack und Tor. Schwartz auf Rack, das 3:2 für die Löwen Frankfurt. Querpass. Schwartz sieht, dass Rack dort angelaufen kommt. Und schön in die lange Ecke gezogen. Wunderbar gemacht. Die Verteidigung kurz ausgelaufen. Somit ein 3:2. Noch gleich im Angriff mit die Belkan. McNeely vor Hildebrand, aber Harry schön gesehen. Ah, nein! 3:3 für die Tölzer Löwen. Spyro bringt die Scheibe nach vorn. Setzt sich da durch gegen Sonnenburg. Schlager staubt ab. Hildebrand, Faber nicht auf Puckhöhe. Und Schlager reagiert am schnellsten, er bekommt sie direkt vor die Füße. Er kann gar nicht anders, als das 3:3 zu machen. Das Spiel weiterhin offen hier. Eine Einzelleistung von Schwartz. Hier nimmt er die Scheibe mit. Schön geht er auf die Rückhand, zieht vors Tor. Aber abgefälscht, Tor! Ryan Schwartz stellt die Uhr hier auf 4:3 für die Frankfurter Löwen. Ja, an der blauen Farbe mit dem Querpass Sonnenburg und da steht Schwartz. Ja, auch hier, da musst du stehen, wenn du Torjäger bist. Wunderbar. Sonnenburg bringt die Scheibe nochmal raus. Schwartz. Schön abgelegt und da ist es passiert. Das 5:3 Ryan Moser. Eben habe ich es noch gesagt, jetzt hat er sich selbst belohnt. 5:3 für die Löwen Frankfurt. Empty-Net Goal. Hier sehen wir es nochmal schön gesehen, den freien Mann. Und der Spieler des Tages wird präsentiert von Weingut Meine Freiheit. Der Torhüter Josef Hölzel mit der Nummer 1 auf Seiten der Frankfurter ist es Ryan Schwartz, der sich hier die Auszeichnung abholen kann, ebenfalls präsentiert von Weingut Meine Freiheit. Pierre, danke, dass du kurz Zeit hast. 5:3 gewonnen, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Von außen sah es aus wie ein richtig, richtig hartes Spiel.
Was denkst du darüber? Wie würdest du es zusammenfassen? Ja, es war kein einfaches Spiel. Wir haben direkt nach der Pause. Es ist immer schwer, dann wieder reinzukommen. Und ja, der Gegner hat uns nicht leicht gemacht. War aber nicht unser bestes Eishockey, aber wir haben wieder einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Jetzt hat Matölz heute zum ersten Mal einen Starting Goalie gehabt, der sehr jung war, sehr unerfahren. Glaubst du, dass die Tölzer dadurch nochmal eine Schippe draufgelegt haben in der Verteidigung und noch härter gespielt haben, oder hat das das Ganze nicht beeinflusst? Ja, ich weiß nicht. Also wir spielen für jeden Mann, egal wer es ist. Ich weiß nicht, wie die das handhaben, aber ich denke schon, er ist jung und die werden extra zum Anzug. Freitag kommt schon die Kassel Huskies hierher. Was erwartest du von dem Spiel? Ähnlich wie heute oder ein anderes Spiel? Das ist ein Derby, es ist immer besonders, speziell. Alles klar, danke und viel Spaß beim Feiern und gute Besserung weiterhin.